Ja, kurze Korrektur zu meinem Seek Thermal Video. Und zwar gab es da ja einen großen Kritikpunkt, nämlich diese Dualansicht, die quasi unnütz ist, weil man sie nicht ausrichten kann. Nun hätte man mal hier unter Hilfe im Lernprogramm, ist es glaube ich, das ein bisschen durchgelesen. Na, der untere Abschnitt, der sagt, wie man kalibrieren kann. Nämlich, man geht hier rein in diesen Modus und macht dann einen Doppeltipp. Jetzt steht hier ausrichten. Wir haben hier unten Pan, Mac und so weiter. Jetzt kann ich mit dem Daumen das entsprechend normale Kamerabild verschieben oder entsprechend mit zwei Fingern zoomen, um das Ganze auszurichten. Momentan habe ich die Kamera nicht fest, deswegen kommt da nur Blödsinn raus. Aber wenn wir hier in die Galerie gehen, so, jetzt geht es auch seitlich, dann können wir hier ein schönes Bild sehen. Wieder der 100 Euro, wieder der 100 Grad Arduino, und wenn ich jetzt hin und her wische, dann sehen wir auch, das ist genau übereinander, das kommt so weit hin. Wie man auch sehen kann, der scheint das nacheinander aufzunehmen, denn die Temperatur ist von 92 auf 93 gegangen, wenn ich hier wische. Aber hey, immerhin, das sieht soweit ganz gut aus. Auch wenn man oben auf die Kabel achtet, hier in dem Bereich, dann sieht man da, dass das soweit okay ist. Man muss es natürlich immer wieder ausrichten, wenn man eine andere Entfernung zum Zielobjekt hat. Das ist halt der Nachteil bei hier dieser Kamera. Aber hey, immerhin ist es doch möglich. Sowas hatte ich nämlich ein bisschen vermisst.